Auch wenn man es denken könnte, Cliff Bleszinski hat nichts zu tun mit Cliff Empire. Der Schöpfer von Gears of War und anderen schönen Spielen hat tatsächlich nicht mitgearbeitet. Aber Lionsshade, ein kleines Entwicklerstudio, die dieses schöne Early Access Spiel hier produziert haben, wo man auf künstlichen Klippen auf einer verseuchten Erde Städte aufbaut. Und bisher macht das sehr vieles richtig. Ich mache allerdings offensichtlich nicht genug richtig, denn ich verliere ständig Geld. Aber das könnte sich ja jetzt ändern, wenn wir ein Handelsportal bauen. Es gibt ein Stargate, können wir da irgendwie jetzt hinsetzen. Und da lässt sich handeln mit der Orbitalstation. Macht das so viel Sinn? Also jetzt rein logisch. Ich meine, wir haben eine Orbitalstation. Wir haben... wow, das ist riesig. Wir haben Raumschiffe, die kontinuierlich Linienverkehr hin und her fliegen und hier auf der Plattform landen. Warum können die nicht auch Handelsgüter mit hochnehmen? Warum brauchen wir dafür jetzt ein Stargate? Naja, ich frage mal jetzt einfach. Also ich habe gerade gefragt, aber ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, diese Fragen zu stellen. Wo baue ich das jetzt hin? Oh, ich baue das jetzt einfach mal direkt hier hin. Das ist das größte Gebäude, was wir bisher gebaut haben. Denn, ja, es macht ja auch total Sinn, mitten in der Stadt ein Sternentor zu bauen, wenn gerade mal 400 Kilometer über einem eine Raumstation schwebt mit Space-Technologie hier, mit, wie heißt das, Raumschiff-Technologie? Spacecraft-Technologie wollte ich eigentlich sagen. Ich soll 120 Credits verdienen mit Handel. Können wir versuchen, wenn ich bis dahin überhaupt noch Kohle habe. Habe ich denn überhaupt Handelsgüter? Ja, ich habe eigentlich genug Nahrung, ne? Nahrung wird ja, kommt ja hinzu. Wird produziert. Möbel habe ich auch noch ein paar. Ach, er produziert ja auch die ganze Zeit Möbel. Wo war das? Hier, 3D-Drucker. Dann lasse ich jetzt noch den einen Möbel da produzieren. Und dann breche ich das erstmal ab, weil ich jetzt nicht so richtig weiß, ob ich noch mehr Möbel brauche gerade. Merkt euch das, liebe Leute, nachts werden übrigens keine Sozialabgaben gezahlt. Also nachts ist tote Hose, auch was Geld angeht. Also sprich, Online-Pokern, um sich abends noch die Zeit zu vertreiben nach der Arbeit, ist hier in der Welt nicht möglich, weil du kriegst halt kein Geld nachts, was du dann schön in Pokerturniere investieren kannst. Naja. Und auch Echtgeldkäufe. Da musst du gespart haben über den Tag, ne? Also Echtgeldkäufe. Wieso ist jetzt hier Pause? Ach so, weil kein... Weil nicht mehr genug Materie da ist, oder was? Ist doch noch da. Beeil dich mal ein bisschen. Auch Echtgeldkäufe in Fortnite oder sowas könnt ihr nachts vergessen. Da ist schwierig. Guck mal, die Animation von 3D-Drucker wird weiter abgespielt, auch wenn ich gar nichts drucke. Doch nichts, oder? Eigentlich dürfte ich nichts drucken. Aber warum ist denn das jetzt hier schon so voll? Ich habe doch abgeschaltet, dass hier was gebaut wird. Ich kann ja mal ein Gadget herstellen. Stell mal ein Gadget her. Kann nicht schaden. Wieso kriege ich Geld? Ach so, sehr schön. Weil Sozialabgaben sind Steuern minus Arbeitslosengeld. Das heißt, wenn man mehr Arbeitslose hat, dann muss man auch mehr Sozialabgaben zahlen. Das heißt, man sollte für Vollbeschäftigung sorgen, weil das nun mal dafür sorgt, dass man mehr Geld reinkriegt. Wieso bauen die jetzt nicht weiter? Kannst du mir das mal erklären? Ich habe doch jetzt aber nicht aktiv irgendwie auf Pause gedrückt, oder? Die haben doch noch genug Materie. Versteht ihr das? Wieso ist jetzt hier nochmal Pause? Beim Bau von dem Stargate? Bin gerade ein bisschen überfragt. Portal. Ja. Ich hätte gern, dass die weiterarbeiten jetzt. Also ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich, weil nicht genug Materie da ist. Aber hier ist ja genug Materie. Hier ist 28. Und ich brauche ja nur noch 10. Wenn ich das richtig lese hier, 20 sind schon drin. 20 reichen halt nicht, deswegen ist es rot. Vielleicht sind keine...
Sind keine Flieger mehr frei, die sich darum kümmern können, aber das kann ja eigentlich irgendwie auch nicht sein. Kann ja mal das Gebäude deaktivieren. Auch dann steht die Produktion nicht still. Kann ja auch mal das Gebäude deaktivieren. Ja, und schon bin ich wieder im Minus bei den Sozialabgaben. So, jetzt fliegt mal dahin und bringt mal hier. Hab ich das angeklickt? Ich hab das doch nicht angeklickt, oder? Okay, das. Naja, gut. Das ist auch blöd. Warum steht denn da nicht aktivieren, sondern reaktivieren, was fast aussieht wie deaktivieren? Das ist auch nicht optimal. Würde ich sagen. Liebe Leute, da könnte man auch noch was machen an der Beschriftung. Okay, ich nehme mal an, ich habe aus Versehen irgendwie aufs Ausmachen geklickt. Aber es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, wann ich das gemacht habe. Aber dafür könnt ihr ja zurückspulen und gucken, wann genau ich so dumm war. So, was ist jetzt hier? Was muss ich jetzt machen? Wenn das Verwenden des Gebäudes fertig ist, klicken Sie darauf und wählen Sie aus, welche Waren Sie verkaufen oder kaufen möchten. Ich möchte gerne Nahrung, einmaliger Verkauf von... Keine Ahnung. 10. Keine Ahnung, macht das Sinn? Oder 30? Wie viel muss ich verdienen? 120, ne? Dann kann ich 40 Nahrung verkaufen. Dann sollte das ja eigentlich passen. Also verkaufen kann man nicht standardmäßig, man kann nur doch verkaufen, wenn mehr als 40. Könnte ich jetzt eingeben zum Beispiel. Okay. Ich könnte auch mal einen Motor verkaufen und ein Möbel. Das sieht doch ganz gut aus. Batterien und so nicht. So, jetzt. Wann kommt der durchs Tor? Das soll doch einmal am Tag automatisch passieren, oder? War das nicht so? Am Morgen. Also jetzt ist abends. Das heißt, es könnte jetzt am nächsten Morgen, könnten wir jetzt sehen, wie das Stargate sich aktiviert. Der Teleporter. Vier Uhr morgens, 5 Uhr morgens. Wann, was heißt denn morgen? 6 Uhr? Wann stehen die Leute denn hier in Cliff Empire auf? Um 6 Uhr, um 7? Warte mal, gucken wir mal. Nee. 7:30 Uhr? Auch nicht. 8 Uhr? Ist es vielleicht um 8? Ah, es ist um 8. Also um 8 beginnt hier die Arbeit und dann kommt auch der Warentransporter durchs Tor. Sieht ganz cool aus. So, wird beladen. Haben wir schon mal den Motor darauf geladen. So. Getreide da drauf. Boah, das dauert ja ewig, bis sie da 40 Getreide drauf geladen haben. Halleluja. Kann man das jetzt noch beeinflussen irgendwie? Hallo? Kann ich jetzt noch sagen, reicht auch ein bisschen weniger? Und macht mal noch einen Motor mehr oder so, damit das hier mal ein bisschen schneller geht. Wir müssen ja schließlich 120 Credits verdienen. Das ist ja nicht so ohne. Also ich meine, es ist natürlich auf die Menge an Credits, die ich da so hab, ist es natürlich nicht so viel, aber ist ja die Frage, wie verdient man im Spiel Credits? Also Sozialabgaben, ich meine, das ist ja echt wenig. Ja, das sind pro Stunde, das sind was, wie viel? 10 Stunden ungefähr, die das reinkommt. Also da verdiene ich am Tag gerade mal 30 Credits. Ja, das ist natürlich nicht so doll. Okay, jetzt haut er schon wieder ab, oder was? Toll, das heißt, ich muss da mehrere Tage warten. Super geil. Super gut, Mann, super gut. Komm, produziere mal hier noch mehr so Zeug. Ach, guck mal, dann produziert er das gleichzeitig. Oder was? Also wie ich das auch gedacht hatte. Kann auch zwei Sachen gleichzeitig produzieren. Ah, das ist ja cool.
das Ding produziert auch nachts durch, obwohl ja eigentlich nur tagsüber Arbeitszeiten sind. Aber gut, guck, dann verkaufen wir einfach hiervon noch ein bisschen was. Noch ein paar Gadgets und noch ein bisschen davon. Getreide nehmen wir ja die ganze Zeit ein, also das können wir eigentlich die ganze Zeit verkaufen, wenn mehr als 60, sage ich mal. So. Weil das ist dann ja, also zumindest so wie ich das Spiel momentan lerne und verstehe, ist das die Hauptmöglichkeit bisher, um Geld zu verdienen. Ja, ich hab's geschafft. Sehr gut. Baue einen Flughafen, okay. Für eine komplette Industrie sind Cargo Drones erforderlich. Sie können im Flughafen erstellt werden. Wenn das Gebäude fertig ist, können Sie draufklicken und festlegen, welche Drohnen produziert werden sollen. Okay, also man braucht auch Materie, Batterien und Motoren. Gut, dann bauen wir jetzt einen Flughafen. Wo ist denn der Flughafen? Seht ihr den irgendwo? Fußgängerzone? Ich überblätter den doch gerade immer. Ja, hier ist er. Na, man kann auch Brücken nachher zwischen den Cliffs bauen, das ist ja cool. Und scheinbar kann man auch die Umwelt verschmutzen. Es scheint ja hier Luftreinigungsapparate zu geben. Okay. Gut, dann bauen wir mal einen Airport. Können wir ja hier vorne mal hinsetzen. Zum Cliffrand. Oder so. Hier so. Dann macht mal, Jungs. Ja, die Batterie, der Batterieverbrauch, der ist ein bisschen schwierig. Da produziere ich gerade nicht so viel. Da müsste man überlegen, ob man nicht nochmal vielleicht noch ein bisschen mehr in Energie hier investiert. Nochmal ein bisschen Windenergie hinsetzt. Dass einfach sobald mal der Wind weht, und der ist ja immerhin, die Windigkeit ist ja bei 34%, wie wir gelernt haben. Sollte das ein bisschen mehr produzieren. So, was haben wir denn hier? Was brauchen wir denn? Oh, es gibt Zeppeline! Oh, ich liebe Zeppeline. Persönliche Drohne. Was Transportdrohnen soll ich bauen? Frachteinheiten. Okay, Batterien und Motoren. Ich baue jetzt mal zwei. Da fehlt es aber an allem irgendwie, ne? Also es fehlt an Motoren zum Beispiel. Da bauen wir mal wieder welche. Weniger Möbel vielleicht. Möbel haben wir nämlich mittlerweile auch echt viel. Gadgets können wir auch aufhören. Dann bauen wir dafür zwei Motoren gleichzeitig. Man könnte auch mal wieder noch ein Wohnhaus bauen, wenn wir schon mal dabei sind. Nicht mal ein normales Wohnhaus. Zack. So kleines. So niedliches. Weil ich brauche jetzt gerade nicht 26 Leute mehr. Ich brauche Platz für nur 13 Leute mehr. Das ist ja genau... Andererseits kommen die ja gar nicht von da oben runter, oder? 47 sind da. 13. Ich habe dann Platz für 65. Das reicht ja noch gar nicht. Na gut. Brauche ich noch ein zweites Haus. Um ein bisschen Diversität hier in die Anlagen reinzukriegen. Nicht immer nur die gleichen Wohnanlagen. Wisst ihr was? Ich gucke jetzt mal ganz kurz in die Tastenbelegung rein, ob man Geschwindigkeit mit Control... Okay, cool. Gut, bauen Sie Transportdrohnen. Die erste ist gleich fertig. Ah, da kann man die Geschwindigkeit nämlich auch erhöhen, wenn man gerade in so einem Baumenü ist. Achso, das ist dann eine, das sind Transportdrohnen hier schon gewesen, die ich im Hauptgebäude, nee, wie heißt das, im Handelszentrum da hatte, im Lagerhaus, so rum. Und jetzt habe ich einfach sozusagen noch mehr gebaut. Okay, und jetzt schon sind neue Leute angekommen. Jetzt muss ich aber noch ein paar neue Arbeitsplätze schaffen, weil sonst habe ich ein Problem mit den Sozialausgaben. Momentan sind nämlich ja relativ viele Leute arbeitslos. Zack, Geld einsammeln,
Deaktiviere den Flughafen. Okay. Reaktiviere den Flughafen. Warum? Warum kriegt man dafür Geld? The fuck? Erhöhe die Ästhetik. Also meine Ästhetik kann man fast gar nicht mehr erhöhen. Aber ach so, von der Stadt. Eine einfache Möglichkeit, das Prestige zu steigern, ist die Dekoration der Stadt mit Gärten. Blablabla, bla, bla, haben auch Ästhetik der Stadt, aber deutlich weniger. Okay. Welche Gebäude sind das? Büros, Handelsportale, Plätze. Na gut, wir bauen jetzt erstmal einen Garten. Gibt auch Parks. Ja, hier passt doch perfekt hin. Hier habe ich gerade zwei neue Häuser gebaut. Dann können wir hier direkt davor mal einen kleinen Garten setzen. Dann sieht das gleich alles viel besser aus. Ist ja geil, wie diese Pferdestatue jetzt hier gerade so hoch hieven. Sehr nett. Sehr nett. So, oh, jetzt haben wir die Ästhetik aber noch gar nicht genug erhöht. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. An der Ästhetik. Wir können hier noch die Ästhetik der Wohngebäude noch ein bisschen erhöhen. Das sollte ja dann reichen. Da sind jetzt Dachgärten zum Beispiel drauf und Statuen auf dem Dach. Nehmen wir, ist gekauft. Siedle 35 Leute auf der zweiten Klippe an. Nicht weit von deiner Stadt gibt es eine weitere Klippe. Jedes von ihnen hat seine eigene klimatischen Eigenschaften und seine eigene Wirtschaft. In der Zukunft wirst du in der Lage sein, die Stärken jeder Stadt zu nutzen und eine Handelsbeziehung zwischen ihnen aufzubauen. Wenn sie keine Stadt auf einer anderen Klippe bauen möchten, können sie auch Arbeiter über die U-Bahn-Brücke liefern. Ah, okay, also mit der U-Bahn kann ich sozusagen zwei Klippen miteinander verbinden oder mit einer Brücke. Aber jetzt baue ich erstmal eine Wohnanlage hier. Das ist die Frage. Wie viel soll ich ansiedeln? 35 Leute. Kann ich auch gleich einen Wohnkomplex bauen. Was kostet mich das? 20. Alter Falder. Alter Verwalder. Das ist teuer. So, mal hier schön am See wohnen. Finde ich ganz geil eigentlich. Kommen die dann rübergeflogen und bauen das? Nee, ne? Okay, und wie mache ich das dann? Muss ich dann erstmal ein Handelsgebäude bauen? Wahrscheinlich, oder? Ein Lagerhaus? Warum nenne ich das mal Handelsgebäude? Das Ding heißt Lagerhaus. Kann nicht so schwer sein, Dennis, ey. Manchmal bist du wirklich... Das Ding wird nämlich immer gleich mit ein paar Ressourcen von oben runtergeflogen. Und alles andere wird dann vor Ort gebaut. Verstehe. Ich verstehe. Alles klar. So. Und jetzt haben wir nämlich auch Ressourcen hier. Oh, das wird dann nochmal gleich mit richtig vielen Ressourcen geliefert. Nicht schlecht. Und dann bauen die das jetzt nämlich. Trading Platform arrived. Das ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt hier eine Brücke baue. 30. Large construction completed. Ja. So. Das ist nur die Frage. Jetzt bauen die Brücke da von der einen Seite, aber die kommt ja nicht automatisch auf der anderen Seite an, oder? Hier kommen jetzt ja erstmal noch keine Leute an, ist ja logisch. Ich wollte jetzt hier keinen Raumhafen bauen. Ich dachte, ich baue da in der Mitte den Raumhafen und baue jetzt hier nur eine Brückenverbindung rüber, sodass dann die Leute über die Brücke kommen. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Ach, wenn man ein Gebäude angeht, so habe ich das vorhin gemacht. Das ist ja geil. Wenn man ein Gebäude angewählt hat, dann kann ich mit der rechten Maustaste hier den Bau unterbrechen. So ist das also passiert vorhin. Hm. In der ersten Folge, glaube ich, habe ich ja einen Bau unterbrochen vom Sterntor, ohne es gemerkt zu haben, warum, was da passiert ist. So, jetzt muss ich hier wahrscheinlich dann noch irgendwie... Ach, guck mal, die bauen hier auf der anderen Seite parallel gleich schon die Brücke. Da muss man gar nicht sich kümmern. Na,
Ja, wir gewinnen nicht besonders viel Materie tatsächlich. Ist die Frage, was ich hier am ehesten bauen sollte, um mehr zu produzieren. Ökologie, blups, blups. Was bringt denn das hier zum Beispiel, das in der Mitte? Verbraucht mehr Strom und, achso, erhöht die Ökologie. Ah, ich hatte verstanden, dass es das weniger macht. Das wäre ja dann nur scheiße gewesen. Aber ist es ja nicht. Nee, ist der Garten. Ich wollte doch hier gucken. Lagerhaus. Materie habe ich tatsächlich ein relativ großes Problem. Materie Mine kostet 10. Na gut, dann müssen wir jetzt halt mal ein bisschen abwarten. Vielleicht beende ich mal die Produktion hier, Gebäude deaktivieren. Das verbraucht ja die ganze Zeit nur Materie. Der 3D-Drucker. Warte. Hier, ich kann doch hier... Ich kann doch Materie kaufen. Kaufen, wenn weniger als 20. So. Da kann er mir morgen mal ein bisschen Materie mitbringen. Das fände ich jetzt nicht so doof. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Und wenn weniger als 20 heißt ja auch, dass es jetzt nicht mega viel produziert. Mega viel einkauft. Dass ich jetzt irgendwie arm werde. Wie sieht es mit Nahrung aus? Da bin ich immer ganz gut unterwegs. Ich verbrauche halt mega viel Materie und Wasser eigentlich auch, aber... So, die sind jetzt gerade mal bei der Hälfte. Das schaffe ich aber diese Folge jetzt hier noch, oder? Das ist jetzt noch das große Finale. Der Brückenschluss zwischen meinen Cliffs. Oh, das wird super. So, jetzt wird Zeit, dass morgen ist. Damit hier der Handelstransport wiederkommt und mir meine Materie bringt. Da geht das nämlich ganz schnell mit der Brücke. Ah, guck mal, da, zack, 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 zack. Das direkt hingebracht. Super. Ha, Brücke. Boom. Nice. So, wie funktioniert das jetzt? Ach, da fährt jetzt einfach ein Zug drüber. Okay, sehr schön. Oh, wunderbar. So, das heißt jetzt aber, kommen jetzt dann hier neue Bewohner an oder was? Oder braucht wirklich jede Klippe das? Dann war das ja sinnlos. Toll. Weil an sich habe ich ja... Ah, guck mal, jetzt ziehen Leute auf die zweite Klippe. Ah. Jetzt wohnen hier schon 8 Mieter. Gibt auf der zweiten Klippe noch nicht viel zu tun, aber wir können ja da vielleicht mal eine Wasserextraktionsanlage bauen, weil hier gibt es ja so viel Grundwasser. Dann gibt es ja auf jeden Fall mehr Arbeitsplätze und dann kommen hier vielleicht auch mal die Leute. Ziehen hier rüber. Ja, guck mal, schon ist noch ein 9. hier rüber gezogen. Dann sorgen wir doch einfach mal dafür, dass hier mehr... Haben die eigentlich, teilen sich die beiden Klippen ein Energie-Dingens? Nee, tun sie nicht. Jede Klippe muss ihre eigene Energie produzieren, das ist ja auch doof. Können wir da nicht einfach irgendwie einen Kabel drüber spannen? Windigkeit 100%, hier ist auf jeden Fall Windenergie angesagt, aber mal voll. Zack. Bringt auch Arbeitsplätze, allerdings nur 4 Stück. Was können wir denn noch bauen, was die Leute dazu bringt, hier rüber zu ziehen? Uranmine. Keine Ahnung, ob es hier Uran gibt. Wiederaufbereitungsanlage. Weiß ich auch nicht, was das ist. Batterieanlage sollten wir sinnvollerweise bauen. Wenn wir hier zu viel Windenergie produzieren, dann sollten wir auch Batterien anhäufen. Vielleicht können wir die dann mal irgendwie handeln mit der... drüben mit der anderen Insel, also mit dem anderen Cliff. Hier bläst ja der Wind wirklich Tag und Nacht mit voller Power. Das heißt, hier müsste jetzt ja eigentlich nur noch der Verbrauch von der Insel angezeigt werden. Ja, sehr schön.
So, und hier produzieren wir immer noch Minus an Batterien. Krass, selbst mit so einer Windanlage. Ist das kein Plus? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil der Wind lässt ja nicht nach und wir verbrauchen ja gerade gar keine Batterieenergie, sondern es wird ja mehr. Also eigentlich müsste hier ein Plus stehen. Bei Batterien. Hm. Siedler verbrauchen 9 Batterien. Hm, wofür? What for? Guys, what do you need it for? So, wir können ja hier nochmal ein bisschen Energie... Wie sieht hier die Bodenfruchtbarkeit aus? Das wissen wir nicht. Okay. Man erfährt es ja, denke ich mal, so ein bisschen, wenn man hier so ein Feld baut. Wir können ja mal ein Feld bauen. Baut man ein Feld. Arbeitskräfte 55%. Hm. Okay. Also, man muss wirklich erstmal eine Universität irgendwie bauen, damit man weiß, wie viel Nahrung da bei rauskommt. Aber eben war ich bei minus 0,3 mit der Nahrung und jetzt habe ich was gebaut und jetzt bin ich immer noch bei minus 0,3. Also verstehen tue ich das noch nicht so ganz. Aber mein Ziel rückt näher. Ich fülle es immer weiter auf hier, die Insel, mit Leuten. So, jetzt müsste ja eigentlich hier logischerweise, aber hat sich nichts geändert. Es ist noch... Es wird weniger. Vielleicht weil jetzt mehr Leute da wohnen, aber eben waren es ja auch schon 29. Jetzt verbrauche ich, jetzt produziere ich noch weniger Nahrung, also irgendwie... Ist das alles ein bisschen komisch. Jetzt sind nur noch 28 Leute hier. Hier müsste mittlerweile mal wieder, müssten neue Siedler angekommen sein. Oh, hier ist nicht genug Strom. Okay. What is happening? Ach man, ich klicke da immer drauf. Okay, wir haben keine Batterien mehr im Vorratslager. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal eindeutig mehr Strom produzieren. Dann baue ich... Ich meine, habe ja hier Windigkeit, habe ich nicht so viel. Aber man könnte ja nochmal... Komm, nochmal, dass wir am Tag mehr produzieren. So. Dann investiere ich jetzt mal richtig in... Sonnenenergie. Na komm, werde fertig, Leute. Wir brauchen echt deutlich mehr Strom hier. Die Leute werden nämlich mega unzufrieden, wenn hier nicht genug Energie da ist. Das ist schlecht. Unzufriedene Leute wollen wir hier nicht haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Batterieproduktion wird nicht schneller dadurch, wenn ich... Ah, guck mal, ich habe eine Batterie produziert. Jetzt ist sie wieder weg. Weil ich natürlich nachts ausschließlich mit der Batterie arbeite. Und die ist dann ganz schnell alle. Und da ist die Batterie alle. Okay, also das reicht auch noch nicht. Dann baue ich noch mehr Windanlagen. So, jetzt hier Batterie fertig. Doch, das geht dann doch schneller. 200% fast Produktionseffizienz. Das heißt, wir können pro Tag 2-3 Batterien herstellen. Das müsste uns ja dann eigentlich mal hoffentlich über die Nacht bringen. Okay, jetzt bin ich am Punkt, wo ich genauso viel Energie verbrauche, wie ich produziere. Ohne Batterien. Und jetzt übernehmen die Batterien nachts um 0 Uhr. Oh, jetzt müssten die Batterien gleich aufgebraucht sein. Jetzt sind wir nachts um 4, nachts um 5. Die Sonne nimmt wieder zu, die Batterieleistung nimmt ab. Und um 7 Uhr haben wir volle Stärke erreicht. Läuft doch. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Sehr gut, hier haben wir immer noch nicht genug Arbeitsplätze, dass hier genug Leute sich ansiedeln. Was können wir denn hier noch machen, was wir vorher noch nicht hatten? Bürogebäude. Was macht denn ein Bürogebäude? Es hat Arbeitsplätze. Okay, es hat Arbeitsplätze. Also im Wesentlichen Arbeitsplätze. Weiß ich nicht so genau, wofür es gut ist.
Können wir mal einen kleinen Garten bauen. Weil ich es kann. Na, hier ist noch Platz, da kommt ein kleiner Garten hin. Die Wohnanlage hat noch Platz. So. Können wir mal gucken, ob das schon reicht, damit Leute sich ansiedeln. Ja, dass die Attraktivität sich hier erhöht. Aber es liegt wahrscheinlich einfach am Mangel an Arbeitsplätzen. Aber dass wir echt so wenig Nahrung produzieren, finde ich ja total krass. Dann baue ich jetzt hier noch so ein Materieproduktionsding. Das habe ich ja bisher hier nicht gebraucht, weil man ja immer so viel Materie kriegt am Anfang. Aber dann produzieren wir hier einfach auch noch ein bisschen was davon. Das müsste ja dann auch wieder ein paar Arbeitsplätze hergeben. So, da wird Materie produziert. Hat leider nicht so viele Arbeitsplätze gebracht, wie ich gehofft hatte. Ich dachte jetzt, das bringt 8 oder so. Na gut, dann können wir ja mal probieren, ein überdachtes Feld zu bauen. Vielleicht produziert das dann mal ein bisschen mehr. So, jetzt habe ich eigentlich genug Arbeitsplätze. Wenn ich das hier fertig habe, sind es 35. Jetzt müsste ja auch mehr Nahrung. Es bringt wirklich, also es ist wirklich ein komisches System hier mit der Nahrungsproduktion. Hm. 34 Leute. Leute, einer mehr noch, dann habe ich's. Das gibt's doch nicht. Small construction completed. Ja, komm. Kann die U-Bahn mal bitte fahren und hier Leute rüberbringen? Please. Und... Na? Nein. Oh, was muss ich denn noch machen? Materie habe ich auch noch im Minus. Okay, dann bauen wir hier noch irgendwas. Hafen. Wie kann man denn einen Hafen haben auf einem... auf einer Klippe? Verstehe ich nicht. Na gut, dann baue ich jetzt hier einfach noch eine 3D-Druckanlage. Mein Gott, ist da jetzt auch egal. Ich will jetzt endlich diese blöde 35 da erreichen. Das Geld ist hier jetzt auch schon deutlich geringer. Da hatte ich ja auch 7000 am Anfang, aber hier habe ich jetzt ja wild gebaut, ohne mir Gedanken zu machen. Um Kohle. So, jetzt müssten jetzt mal die Leute ankommen. Nein. Immer noch nicht. Goddammit. Was muss ich denn noch tun? Muss ich betteln, damit hier noch zwei Leute herziehen? Das gibt's doch nicht. Ah. Aber genug Arbeitsplätze sind doch da. Ist das noch nicht attraktiv genug? Vielleicht ist es nicht attraktiv genug. Dann ist es Zeit für mehr Attraktivität. Dann bauen wir jetzt gleich einen großen Park. Weil ich es kann. Guck mal, wie schön das hier ist. Oh, wie schön das ist hier. Bauen wir hier unten. Bauen wir einen großen Park hin. Mm. Wunderbar. Das Spiel für Schönbauer. Na kommt. Werd fertig. Bisschen Wasser noch. Wasser haben wir genug. So, wenn Leute jetzt mal nicht mega happy sind hier, weiß ich auch nicht mehr. Beeinflusst die Geschwindigkeit der Rekrutierung neuer Siedler. Aber irgendwie will die Insel hier, will ihre Siedler nicht abgeben, habe ich das Gefühl. Ja gut, es sind ja jetzt auch hier nur 55 und wir haben genug Arbeitsplätze. Ich kann ja mal hier noch eine Wohnanlage bauen. Wobei, wir haben ja eigentlich einen Überschuss an... Ich baue mal noch ein einzelnes Haus. Dann müsste eigentlich wieder ein Siedlerstrom kommen. Müsste jetzt ja eigentlich wieder eine Rakete landen. Genau, haben wir. Rakete gelandet. So,
Jetzt haben wir hier nämlich plötzlich 80 Siedler. Und jetzt sind auch wieder genug Siedler da, damit hier mal was rüberfahren kann. Yes! Boom! So, und jetzt kann man handeln mit der Brücke. Okay, das habe ich ja schon die ganze Zeit gesucht. Die Brücke baut getrennt von beiden Seiten auf. Danach verbindet sie sich und erlaubt den Handel zwischen Städten. Die Warenpreise in der Stadt hängen von der Verfügbarkeit von Ressourcen ab. Okay. Das heißt, ich kann zum Beispiel verkaufen Wasser. Ja, ich könnte, oder Batterien. Einmaliger Verkauf. Könnte ich hier 10 und 10. So. Dann müsste ich ja hier sozusagen Geld verdienen. Titan müsste dann ja eigentlich Geld verlieren. Tut's aber nicht. Warum? Also ich dachte jetzt, ich hatte es eigentlich so verstanden, dass das Geld ja jetzt hier weniger werden müsste. Tut's ja auch. Hat nur ein bisschen gedauert. Achso, weil die erstmal rüber transportiert werden, die Sachen. Und dann erst holen hier drüben sozusagen die Kollegen das Zeug ab. Oder was? Ja, jetzt holen die das hier nämlich ab und erst dann wird das Geld abgerechnet. Alles klar. Ja, ist doch cool, wie das funktioniert. Sehr schön. Sehr schön. Gut, dann haben wir das verstanden, Leute. Ich würde sagen, wir machen ein Päuschen. Jetzt können wir nämlich als nächstes die Universität bauen. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit, weil dann kriegen wir auch mal raus, wie viel Uran es hier gibt und so. Aber die Folge ist lang genug. Wir machen eine Pause und in Folge 3 von Cliff Empire kümmern wir uns endlich mal um Bildung. Denn es wird Zeit. Bisher bauen wir hier so viel Zeug und sind total doof und wissen gar nichts. Also eigentlich wie in der echten Welt. Tja, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!